beschäftige mich eigentlich schon mein Leben lang sozusagen mit Flachglas, weil ich in eine Glaserfamilie hineingeboren bin. Mein Vater war selbstständiger Glasermeister. Dann über verschiedene Schritte mit Glasanbau mein Berufsleben lang zu tun gehabt, bis ich jetzt seit ungefähr 12 Jahren Geschäftsführer der Gütergemeinschaft und unseres Verbandes geworden bin. Glas hat einzigartige Eigenschaften, es ist ein toller Werkstoff. Durch Glas kriegen Sie die Verbindung zur Außenwelt, Sie haben Transparenz, Sie können all das darstellen, was Sie heute mit moderner Architektur zeigen wollen. Bei den Gütergemeinschaften wird insbesondere darauf geachtet, dass die Güte durch eine Fremdüberwachung sichergestellt wird. Das wesentliche Element, was auch die Anforderungen der Gütergemeinschaft von den Anforderungen der Produktnormen unterscheidet. Beim RAL-Gütezeichen Mehrscheiben-Isolierglas bekommt der Kunde eine Sicherheit, insbesondere über die Langzeitqualität des Produktes. Sowohl der Endkunde als auch der institutionelle Bauherr kann sich darauf verlassen, dass er ein Produkt bekommt, was seine Eigenschaften auch über die gesamte Lebensdauer behält. Der Randverbund bleibt dicht, die Wärmedämmeigenschaften, die Schalldämmeigenschaften, die Sicherheitseigenschaften des Produktes bleiben erhalten. Wir vergeben seit kurzer Zeit ein neues Gütezeichen für ein Scheibensicherheitsglas. SG wird zum Beispiel in großflächigen Fassaden angewendet. Sie haben dann im Hochhaus irgendwo viele Meter über Ihrem Kopf eine große Glasfläche und dabei ist natürlich entscheidend, dass Sie ein Sicherheitsniveau dieses Produktes einhalten. Sicherheit hier in dem Sinne, dass das Produkt halten muss.